Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein neues Achievement aus Patch 8.2. Und zwar finden wir das unter Erkunden und dann Battle for Azeroth. Und dafür müssen wir ein paar Kisten aufmachen. Es heißt hier Ark Hamstern. Und wir brauchen einmal 20 Arkane-Truhen und insgesamt 8 leuchtende Arkane-Truhen. Ihr werdet wahrscheinlich, so wie ich, auch schon ein paar von diesen Truhen absolviert haben. Und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, jede einzelne Truhe abzufliegen und euch das jede quasi einzeln zu zeigen, sondern wir machen das ein bisschen anders. Und zwar habe ich da auf WoW Head bei dem Achievement was relativ Schickes gefunden. Und die haben da einmal die Chords rausgesucht, beziehungsweise zusätzlich so ein Check, ob man die schon hat oder nicht. Weil euch wird es genauso gehen wie mir, dass ihr, wenn ihr das Gebiet durchgequestet habt und da schon einiges gemacht habt, einige Truhen schon habt. Jetzt kopieren wir das. Das werde ich auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Und wenn ihr das rauskopiert habt, braucht ihr zwei Add-ons. Einmal braucht ihr TomTom. Das würde ich euch eh immer empfehlen, dass ihr TomTom euch einmal holt. Dann könnt ihr euch nämlich über TomTom so die lustigen Marks auf der Karte machen und seht genau, wo die einzelnen Punkte sind. Und das andere, was wir brauchen, ist ein Addon, das schimpft sich Paste, und mit dem können wir einfach so ewig lange Makros reinkopieren. Jetzt machen wir das mal raus und kopieren das hier komplett rein, fügen das ein, und jetzt zeigt es uns auf der Karte. Ich habe jetzt extra mal alle anderen Addons ausgemacht, dass wir es auch schön sehen können. Es zeigt uns quasi jetzt hier ganz schön auf der Karte an, wo dementsprechend die Kisten sind, die wir noch brauchen. Heißt, alle Kisten, die ich schon abgeschlossen habe, beziehungsweise alle Kisten, die ihr schon abgeschlossen habt, werden nicht mehr auf der Karte angezeigt. Das Addon checkt das quasi im Hintergrund, welche habt ihr mit der Item-ID abgeschlossen, und zeigt euch die gar nicht mehr an. Und jetzt könnt ihr quasi die restlichen einfach abfliegen. Wir schauen uns jetzt aber noch zusammen an, was es für verschiedene Kisten gibt. Und zwar gibt es hier einmal die normale Arkanentruhen. Hier ist zum Beispiel gerade eine, die klickt ihr an und bekommt einfach Loot raus. Ja. Ist eine easy Sache, da müsst ihr nur hingehen und abfliegen. Dann gibt es aber die leuchtenden Arkanentruhen, und für die müsst ihr halt immer irgendwas Besonderes machen. Wenn wir jetzt mal hier hingehen, da haben wir eine. Klicken sie an und hier mal ein kleines Minigame. Und zwar kommen da so leuchtende Punkte, und die müsst ihr abschießen. Ihr müsst dementsprechend immer den richtigen Button drücken, dass ihr die abschießt, und die dürfen quasi nicht auf diese Dinger raufknallen, sonst habt ihr verloren. Ja, und da müsst ihr teilweise relativ schnell sein, weil die immer schneller kommen. Wenn ihr zu früh schießt, verliert ihr Energie. Wenn ihr zu spät schießt und die durchkommen, verliert ihr Energie. Und wenn euer Balken unten, also wenn ihr 6-mal gefailt habt, dann habt ihr verloren quasi. So funktioniert das Ganze. Ist relativ simpel, kann aber schwer werden, weil das Zeug wird immer schneller. Und ihr seht schon, ich bin schon ein wenig am struggeln, dass ich die nur alle rechtzeitig abschieße. Und es gibt ein paar Kisten, die sind echt knifflig. Das kann ich euch sagen, die sind ziemlich knifflig. Und ihr seht, ich habe es jetzt hier geschafft. Am Ende kommt die Kiste raus, wir looten sie und haben wieder eins mehr. Mehr ist es nicht. In den Kisten sind teilweise auch ganz lustige Items drin. Eben habt ihr gesehen, ich habe so eine Münze bekommen, die brauchen wir auch für das Taschen-Achievement. Beziehungsweise, ich habe vorhin auch schon einen Toy bekommen, da habe ich dann auch nochmal so einen kleinen Toy-Guide zugebastelt. Was ganz praktisch ist, oftmals haben die hier auch, wenn es in Höhlen ist, quasi 2 Marks, einmal für den Höhleneingang und das andere quasi dann für die normale Kiste. Also das wird meistens auch gemarkt, deswegen, wie gesagt, das ist eigentlich hier für, ich will jetzt nicht sagen für Vollidioten gemacht, aber es ist eigentlich selbsterklärend, deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt nicht einzelne jede Kiste abzufliegen. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier haben wir nämlich noch eine andere Arkane. Da müssen wir nämlich noch ein anderes Minigame machen. Das werden wir uns jetzt auch nochmal kurz zusammen angucken, dass ihr so ein bisschen die Bandbreite seht. Also wie gesagt, die Arkanentruhen sind die ganz normalen. Da müsst ihr eigentlich nichts Spezielles machen, einfach nur looten. Und die leuchtenden Arkanen, das sind meistens die Kisten, wo ihr dementsprechend irgendwas Besonderes machen müsst. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Kiste, und da müssen wir jetzt irgendwo so ein Steuerungsteil quasi anklicken. Und zwar haben wir das hier. Und das kennt ihr ja von den Dailies schon. Diese Geschichte, da gibt es auch 2 verschiedene. Einmal die Geschichte, dass ihr hier diese Strahlen quasi, jetzt machen wir das einfach so, zack, richtig verbinden müsst, dass alle einzeln stehen, und ihr könnt quasi die Kiste aufmachen.
Und das andere, was ihr habt, ist ja dieses Spiel, wo diese Orbs nebeneinander sind und ihr quasi immer die zerstören müsst, indem ihr quasi, ich weiß, drei in eine Reihe bringen müsst, dass sie zerstört werden. Mehr ist es nicht. Genau. Mir fehlen jetzt nur noch ein paar, fünf von den kleinen Kisten, eine von den großen, die muss ich jetzt einfach nur abfliegen. Aber im Endeffekt war es das. Viel mehr ist es nicht. Es gibt eine große leuchtende, die ein wenig schwieriger ist. Und zwar ist es die hier oben. Das ist genauso ein Spiel wie hier, bloß dass es arschig schnell ist. Ich kann euch das einmal kurz zeigen. Das ist das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist. Alle anderen Kisten sind sehr, sehr einfach. Und zwar müssen wir hier unten in die Höhle reinfliegen. Und wo ist sie? Ich meine, die hier war's. Genau, das ist die Höhle. Und das hier ist quasi der Endboss bei dem Ganzen. Den gucken wir uns jetzt einmal an. Ihr habt ja gesehen, bei der einen Kiste, das habe ich ja einigermaßen gut schon hinbekommen. Und hier haben wir quasi nochmal so eine. Und die ist so der Endboss quasi. Ein Kollege von mir hat da schon eine Stunde rumgebastelt, hat es nicht gepackt. Und ihr werdet gleich sehen, warum das hier relativ schwierig ist. Vielleicht bin ich jetzt auch der König und schaff's hier beim First Try in der Aufnahme. Ich bezweifle es aber, weil ich selber hier schon Minimum 20 Minuten vorher rumgebastelt habe und es nicht geschafft habe. Im Moment ist es nur relativ entspannt. Die kommen einigermaßen langsam. Wird aber später relativ schnell. Und ihr seht schon, jetzt wird es langsam schon ein bisschen schneller. Und ich komme überhaupt nicht mehr nach, die Dinger abzuschießen. Und jetzt habe ich es wieder verkackt. Und ihr müsst es halt quasi so lange probieren, bis ihr dementsprechend es geschafft habt. Das wird auch meine letzte Kiste sein. Heißt, ich werde mir jetzt die anderen Arkanen noch holen, die man einfach nur looten muss. Und dann werde ich hier ein bisschen rumprobieren und mal gucken, ob ich es heute Abend dann noch pack. Gut, das war es eigentlich mit dem Videoguide. Wie gesagt, zwei Addons braucht ihr, TomTom und Paste. Und dann könnt ihr euch ganz normal hier das rauskopieren, beziehungsweise ich verlinke euch das auch nochmal in der Infobox. Und dann einfach die abfliegen, die ihr noch nicht habt. Das ist, denke ich mal, bei jedem anders, was er schon mitgenommen hat beim Questen. Okay, das war's. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, kleiner Nachtrag. Zwei Kisten waren ein bisschen blöder zu finden. Und zwar eine ist hier oben bei 58,35. Und da müsst ihr in eine Höhle reinschwimmen. Da ist irgendwie kein Punkt, dass ihr in die Höhle müsst. Und zwar hier bei dem See hier. Geht es einfach einmal hier unten rein und dann kommt ihr quasi hier in den Berg. Und da bin ich irgendwie vorhin, ja, keine Ahnung, schon 5 Minuten rumgeflogen und habe oben nichts gefunden. Vielleicht geht es euch ähnlich. Und ich dachte mir, komm, das packe ich nochmal mit ins Video rein. Und dann haben wir quasi einfach hier hinten die Kiste drin. Und, oh, was ist denn das hier? Ein Schild habe ich bekommen. Ah, nice. Also ihr seht, ihr kriegt mal alle möglichen lustigen Items, die man nur irgendwo einsetzen kann. Und das andere, wo ich mir schwer tue, ist hier oben. Und da werden wir jetzt auch gleich nochmal hingucken. Da habe ich mir jetzt auch nochmal Koordinaten rausgesucht, zwecks Eingang, beziehungsweise die eine, die ich euch vorhin gezeigt habe, hier die unten, also quasi die schwierigste Kiste von allen. Da habe ich jetzt auch nochmal Koordinaten für den Eingang rausgesucht, falls ihr die braucht. Das ist bei 61,19. Also sprich, wer da nicht weiß, wo er reinkommt für die Kiste, einfach hier unten quasi ein bisschen noch weiter nördlich und dann ist da quasi der Eingang rein. Genau. Und die andere, die letzte Arkane, die mir fehlt, ist hier unten. Da bin ich jetzt vorhin auch schon ein bisschen rumgeflogen und da ist anscheinend auch ein Höhleneingang und zwar hier bei den Koordinaten 26, 34 und dann muss man quasi von der Seite südlich quasi hier an die Kiste ran, weil ich habe jetzt hier schon alles Mögliche probiert, über dem Boot zu suchen, beziehungsweise hier oben auf den Korallen, was bis jetzt nicht zu einem Erfolg geführt hat. Jetzt guck mal einfach, ob wir hier irgendwo reinkommen. Hier schaut schlecht aus. Irgendwo da hinten müssen wir auf jeden Fall rein. Irgendwo hier. Schauen wir mal. Also hier kommen wir schon mal nicht rein. Ah, da ist der Eingang. Schau mal an. Aber hier ist auch keine Kiste. Zumindest war hier der Eingang, den ich rausgesucht habe. Aber eine Kiste haben wir ja auch nicht. Irgendwo da hinten muss das sein. Ja gut, da muss ich dann nochmal suchen. Gut, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wir sind doch hier auf den Koordinaten, wo es beschrieben ist. Bloß es ist hier unter diesem Seestern quasi drin. Also man kann es so anklicken. Keine Ahnung. Oh, ich habe nochmal einen Täubchen gekriegt. Nice. Und ja, damit wären wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Ciao.